Liebe Schülerinnen und Schüler, willkommen zurück in unserem virtuellen Kursraum für Deutsch. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema in der Stadt und auf dem Land. Unsere Lektion heißt, was spricht für und was spricht gegen das Leben in der Stadt und auf dem Land. Und das sind unsere Lernziele. Einem Text zum Thema Leben in der Stadt und auf dem Land Informationen entnehmen. Das Leben in der Stadt und auf dem Land vergleichen und einen Text zum Thema Leben in der Stadt bzw. auf dem Land schreiben. Für den Unterricht braucht ihr ein Heft oder ein Blatt Papier, einen Bleistift oder einen Kugelschreiber und einen Computer oder ein anderes Gerät mit Internetzugang. Ihr könnt in jedem Moment die Videoaufnahme anhalten. Kada vidite ovaj znak, zaustavite video lekciju i riješite zadatak. Ali ne zaboravite, video lekciju možete zaustaviti i u bilo kojem drugom trenutku. Was habt ihr letztes Mal gelernt? Was passt zusammen? Ordnet zu. Dopunite definicije riječima koje ste naučili u prošloj video lekciji. Ort, an dem sich Personen treffen. Mjesto na kojem se osobe susreću. Preis, den jemand für das vorübergehende Benutzen bestimmter Einrichtungen, zum Beispiel einer Wohnung, zahlen muss. Cijena koja se plaća za privremeno korištenje nekim prostorom, na primjer stanom. Zu diesen Kosten gehören zum Beispiel Wasser, Heizung, Strom und Müllabfuhr. U ove se troškove ubrajaju na primjer voda, grijanje, struja i odvoz smeća. Ein Grundstück oder ein Gebäude, Zemljište ili zgrada. Das Anpflanzen von Obst, Gemüse, Getreide und so weiter. Uzgoj voća, povrća, žitarica i tako dalje. Ponuđene su riječi, die Nebenkosten, die Immobilie, der Treffpunkt, die Miete, der Anbau. Eins, der Treffpunkt, mjesto sastanka. Zwei, die Miete, najamnina, stanarina. Drei, die Nebenkosten, režije. Vier, die Immobilie, nekretnina. Fünf, der Anbau, uzgoj. Heute werden wir Markus kennenlernen. Markus ist in eine andere Stadt umgezogen und er erzählt jetzt von seinem alten und seinem neuen Wohnort. Danas ćemo upoznati Markusa. Markus se preselio u drugi grad i govori o svom starom i o svom novom mjestu stanovanja. Lest zunächst die Aussagen. Zaustavite video lekciju i pročitajte tvrdnje. Hört gut zu und entscheidet, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. Poslušajte tekst i odredite jesu li ove tvrdnje točne ili netočne. Seit einem Jahr wohne ich in einer Kleinstadt mit nur 1200 Einwohnern. Der Umzug aus Berlin in die ländliche Kleinstadt war für mich sehr stressig, aber ich habe mich schnell an meine neue Umgebung gewöhnt und jetzt bin ich sehr zufrieden. Vor 2 Jahren wurde ich nämlich arbeitslos. Nach 2 Monaten bekam ich zwar einen neuen Job, aber jetzt verdiene ich deutlich weniger als früher. Deswegen kann ich mir nicht mehr leisten, so viel Geld für die Miete auszugeben. Die Miete in einer Großstadt, besonders im Stadtzentrum, ist viel höher als in einer Kleinstadt. Vor 10 Monaten habe ich ein Haus gemietet und es ist größer und billiger als meine alte Wohnung. Außerdem sind die Nebenkosten niedriger als in der Großstadt. Die Immobilien in einer Kleinstadt sind nicht so teuer wie in Berlin und ich bin mir sicher, dass ich in der Zukunft ein Haus kaufen werde. In Berlin konnte ich davon nur träumen. Als Programmierer arbeite ich in der Regel von zu Hause aus und ich merke, dass ich mich jetzt besser konzentrieren kann, denn hier ist es nicht so laut wie in Berlin.
Meine alte Wohnung lag gegenüber einem großen Park. Der Park war ein populärer Treffpunkt für Jugendliche und im Park war immer etwas los. Das Leben in der Kleinstadt ist ruhiger. Am Wochenende entspanne ich mich am liebsten in meinem Garten. Es ist super, einen eigenen Garten zu haben. Gemüse aus eigenem Anbau schmeckt am besten. Wenn ich Hilfe brauche, kann ich mich immer an meine Nachbarn wenden. Ich denke, Menschen aus einer Kleinstadt sind herzlicher und hilfsbereiter als Menschen, die in einer Großstadt leben. Die Atmosphäre ist familiär, weil jeder jeden kennt. Einige sind zu neugierig, aber die meisten respektieren meine Privatsphäre. Jetzt könnt ihr den Text lesen und, wenn nötig, eure Antworten korrigieren. Den Text findet ihr unter dem Link bit.ly/stadt001. Ihr könnt auch den QR-Code scannen. Sada možete i pročitati tekst i po potrebi ispraviti odgovore. Da biste pristupili tekstu, u adresnu traku internetskog preglednika upišite skraćenu poveznicu bit.ly/stat001 ili skenirajte ovaj kod. Und hier die Lösung. Markus wohnt in Berlin. Das ist falsch. Er wohnt nicht mehr in Berlin, sondern in einer Kleinstadt. Markus gefällt sein neuer Wohnort. Das ist richtig. Er hat sich schnell an seine neue Umgebung gewöhnt und er ist sehr zufrieden. Markus wohnt in einer Wohnung. Das ist falsch. Er wohnt im Haus. Markus hat eine Immobilie gekauft. Das ist falsch. Er hat das Haus nicht gekauft, sondern gemietet. Er bezahlt die Miete. Markus verbringt oft seine Freizeit im Garten. Das ist richtig. Am Wochenende entspannt er sich am liebsten im Garten. Markus versteht sich gut mit seinen Nachbarn. Das ist richtig. Er denkt, dass sie herzlich und hilfsbereit sind, obwohl einige neugierig sind. Lesen Text noch einmal und antwortet auf die Fragen. Ponovno pročitajte tekst i odgovorite na sljedeća pitanja. Warum ist Markus in eine Kleinstadt umgezogen? Zašto se Markus preselio u mali grad? Warum gefällt ihm das Haus, in dem er lebt? Zašto mu se sviđa kuća u kojoj živi? Was sagt Markus über die Nebenkosten? Što Markus kaže o režijama? Kann Markus eine Immobilie in Berlin kaufen? Warum? Može li Markus kupiti nekretninu u Berlinu? Zašto? Warum kann er sich jetzt besser konzentrieren? Zašto se sada može bolje koncentrirati? Warum baut Markus Gemüse im Garten an? Zašto Markus uzgaja povrće u vrtu? Und wie findet Markus die Menschen in Berlin? Što Markus misli o ljudima u Berlinu? Kakvim ih smatra? Warum ist Markus in eine Kleinstadt umgezogen? Markus verdient deutlich weniger als früher. Markus sada zarađuje mnogo manje nego prije. Die Miete in der Großstadt ist höher als die Miete in der Kleinstadt. Najamnina u velikom gradu je više od najamnine u malom gradu. Die Miete in der Kleinstadt ist niedriger. Najamnina u malom gradu je niža. Warum gefällt ihm das Haus, in dem er lebt? Das Haus ist größer und billiger als seine alte Wohnung. Kuća je veća i jeftinija od njegovog starog stana. Was sagt Markus über die Nebenkosten? Die Nebenkosten in der Kleinstadt sind niedriger als in Berlin. Režije u malom gradu su niže nego u Berlinu. Kann Markus eine Immobilie in Berlin kaufen? Warum? Nein, die Immobilien in Berlin sind teurer als die Immobilien in einer Kleinstadt.
Die Immobilien in einer Kleinstadt sind nicht so teuer wie in Berlin. Nekretnine u Berlinu su skuplje od nekretnina u malom gradu. Nekretnine u malom gradu nisu tako skupe kao u Berlinu. Warum kann er sich jetzt besser konzentrieren? In seinem neuen Wohnort ist es nicht so laut wie in Berlin. U njegovom novom mjestu stanovanja nije toliko glasno kao u Berlinu. Es ist ruhiger als in Berlin. Mirnije nego u Berlinu. Warum baut er Gemüse im Garten an? Gemüse aus eigenem Anbau schmeckt am besten. Povrće iz vlastitog uzgoja najbolje prija. Wie findet Markus die Menschen in Berlin? Die Menschen in einer Großstadt sind nicht so herzlich und hilfsbereit wie die Menschen in einer Kleinstadt. Ljudi u velikom gradu nisu tako srdačni i spremni pomoći kao ljudi u malom gradu. Die Menschen in einer Kleinstadt sind herzlicher und hilfsbereiter als die Menschen in Berlin. Ljudi u malom gradu su srdačni i spremni pomoći od ljudi u Berlinu. Wir vergleichen. Uspoređujemo. Markus behauptet, seine alten Nachbarn waren nicht so freundlich wie seine neuen Nachbarn. Das Leben in einer Kleinstadt ist fast so ruhig wie das Leben auf dem Land. Die Immobilien in einer Kleinstadt sind nicht so teuer wie in Berlin. Wenn man etwas miteinander vergleicht, verwendet man die Steigerungsformen von Adjektiven. Im Deutschen gibt es drei Stufen: Positiv, Komparativ und Superlativ. Die Grundform des Adjektivs, also den Positiv, verwendet man bei Vergleich mit so wie. Seine neuen Nachbarn sind herzlicher als seine alten Nachbarn. Sein neues Haus ist größer und billiger als seine alte Wohnung. Die Mieten in Berlin sind höher als die Mieten in der Kleinstadt. Beim Komparativ hängt man im Deutschen an die Grundform des Adjektivs die Endung R. Für den Vergleich zu etwas anderem verwendet man das Wörtchen als. Gemüse aus eigenem Anbau schmeckt am besten. Am Wochenende entspannt er sich am liebsten in seinem Garten. Superlativ: am plus Adjektivendung sten. Wiederholen wir. Ponovimo. Wie steigert man die Adjektive ruhig, billig und interessant? Ergänzt die Tabelle. Man bildet den Komparativ, indem man die Endung R an den Positiv anhängt. Ruhiger, billiger, interessanter. Bildet den Superlativ. Stimmt alles? Nein. Am ruhigsten, am billigsten, aber am interessantesten. Adjektive, die zum Beispiel auf D oder T enden, bilden den Superlativ mit der Endung esten. Završava li pridjev na d ili t, u superlativu dodajemo e ispred nastavka sten. Interessantesten. Bilde den Komparativ von warm, jung und alt. Habe ich etwas vergessen? Ja. Einsilbige Adjektive bilden die Steigerung oft mit Umlaut. Wärmer,
jünger und älter. Jednosložni pridjevi u komparativu i superlativu, osim uobičajenih nastavaka, često dobivaju i prijeglas. Bildet jetzt den Superlativ. Was ist falsch? Man sagt am wärmsten, am jüngsten, aber am ältesten. Bildet jetzt den Komparativ der Adjektive teuer, dunkel und sensibel. Stimmt das? Nein. Das E bei unbetonter Endung auf R oder L entfällt im Komparativ, aber nicht im Superlativ. Završava li pridjev na R ili L, najčešće u komparativu gubi prvo E. Teurer, dunkler, sensibler. Ovo pravilo vrijedi samo u komparativu. Bildet also den Superlativ. Am teuersten, am dunkelsten, am sensibelsten. Einige Adjektive werden unregelmäßig gesteigert. Könnt ihr die Tabelle ergänzen? Unregelmäßige Formen sind gut, besser, am besten. Groß, größer, am größten. Hoch, höher, am höchsten. Nach, näher, am nächsten. Viel, mehr, am meisten. Gern, lieber, am liebsten. Eine interaktive Übung zur Steigerung der Adjektive findet ihr unter dem Link bit.ly/statt 002. Želite li ponoviti komparaciju? Svakako riješite ovu interaktivnu vježbu. Skraćena poveznica na vježbu glasi bit.ly/stat002. Was spricht für das Leben in der Großstadt? In der Kleinstadt und auf dem Land. Was spricht dagegen? Koje su prednosti života u velikom gradu, u malom gradu i na selu? Pomoću zadane natuknice usporedite život na selu i u velikom gradu, u velikom gradu i malom gradu ili u malom gradu i na selu. Die Luft in der Stadt ist nicht so frisch wie auf dem Land. Zrak u gradu nije tako svjež kao na selu. Oder die Luft auf dem Land ist frischer als in der Stadt. Zrak na selu je svježiji od zraka u gradu. Das Leben hektisch. Zum Beispiel, das Leben in der Kleinstadt ist nicht so hektisch wie in der Großstadt. Das Leben in der Stadt ist hektischer als das Leben auf dem Land. Der Internetempfang gut. Der Internetempfang auf dem Land ist nicht so gut wie in der Stadt. Der Internetempfang in der Stadt ist besser als auf dem Land. Der Müll viel. Auf dem Land gibt es nicht so viel Müll wie in der Stadt. In der Stadt gibt es mehr Müll als auf dem Land. Das Kulturangebot groß.
Das Kulturangebot auf dem Land ist nicht so groß wie in der Stadt. Das Kulturangebot in der Großstadt ist größer als in der Kleinstadt. Die Verkehrsverbindungen schlecht. Die Verkehrsverbindungen in der Kleinstadt sind manchmal so schlecht wie auf dem Land. Die Verkehrsverbindungen in der Kleinstadt sind schlechter als in der Großstadt. Der Verkehr. Auf dem Land gibt es nicht so viel Verkehr wie in der Stadt. Auf dem Land gibt es weniger Verkehr als in der Stadt. Einkaufsmöglichkeiten. In der Kleinstadt gibt es weniger Einkaufsmöglichkeiten als in der Großstadt. In der Großstadt gibt es mehr Einkaufsmöglichkeiten als in der Kleinstadt. Sicher. In der Großstadt ist es nicht so sicher wie auf dem Land. Auf dem Land ist es sicherer als in der Großstadt. Gesund essen. Einige Menschen in der Stadt essen so gesund wie die Menschen auf dem Land. Viele Menschen auf dem Land essen gesünder als die Menschen in der Stadt. Iako gesund nije jednosložen pridjev, komparativ glasi gesünder. Može se upotrijebiti i oblik gesunder, ali je prva varijanta mnogo češća. Und du? Wo möchtest du lieber wohnen? In der Stadt oder auf dem Land? Antwortet auf die Frage und begründet eure Antwort. Odgovorite na postavljeno pitanje i obrazložite odgovor. Vergleicht das Leben in der Stadt und auf dem Land. Geht auf die folgenden Punkte ein. Usporedite život u gradu i na selu. Osvrnite se pritom na sljedeće aspekte. Infrastruktur und Verkehr. Infrastruktura i promet. Arbeitsmöglichkeiten, mogućnosti zapošljavanja, radna mjesta. Lebenshaltungskosten, troškovi života. Freizeit, slobodno vrijeme. Soziale Beziehungen, društveni odnosi. Unter dem Link bit.ly/stadt003 findet ihr zwei Beispieltexte. Poveznica bit.ly/stadt003 vodi vas na stranicu s primjerima mogućih odgovora. Haben wir unsere Lernziele erreicht? Jesmo li ostvarili naše ishode? Könnt ihr einem Text zum Thema Leben in der Stadt und auf dem Land Informationen entnehmen? Könnt ihr das Leben in der Stadt und auf dem Land vergleichen? Und könnt ihr einen Text zum Thema Leben in der Stadt bzw. auf dem Land schreiben? Ako odgovor na svako pitanje glasi da, odlično, ostvarili ste sve današnje ishode. Ako odgovor na neko pitanje glasi ne baš ili uopće ne, svakako ponovno pogledajte ovu video lekciju i riješite zadatke. Und das war alles für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Tschüss!